Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und die Finsternis lag auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, Pflanzen, Bäume, Sterne, Tiere, Menschen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Bilder sind für mich nicht nur das Einfangen von Emotionen, Erinnerungen oder Geschichten, sondern vielmehr das aufmerksame Wahrnehmen von Gottes Schöpfung. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat jeden Grashalm, jede Fichte und jedes Eichhörnchen detailvoll designt. Und siehe, es war sehr gut. Ja, es war exzellent. Er, der größte Künstler von allen, der Ursprung aller Kunst, liebt es, sich in Kreativität auszudrücken. Ich sehe in der Kunst eine unglaublich große Chance, eben auf diesen Gott hinzuweisen. Und deswegen habe ich angefangen zu fotografieren und zu designen und meine Fähigkeiten für ihn einzusetzen, weil ich mit meinen Talenten ihm ehren will. Fotografie und Design, zwei moderne und meiner Meinung nach zwei der schönsten Formen, meinen Gott anzubeten.